Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen zu einer weiteren Folge Not So Berry Challenge. Wir sind schon bei Folge 3 und apropos 3, was soll ich sagen, außer alle guten Dinge sind 3. Wir haben jetzt nämlich die dritte Teenager-Schwangerschaft in diesem Let's Play. Und Leute, ich schwör's euch, es war nicht mit Absicht. Ich wollte das echt nicht. Und das kam jetzt halt einfach so zufällig. Ich kann dafür gar nicht. Aber so ist es halt manchmal einfach im Leben. Dinge passieren, ohne dass man es geplant hat. Und deswegen liebe ich die Sims auch so sehr. Gerade für solche Sachen, auch wenn ich zu 100% schuld bin, weil ich einfach die Teenager-Schwangerschaften nicht deaktiviert habe. Aber ja, damit müssen wir jetzt halt einfach leben. Außerdem haben wir in der letzten Folge auch erfahren, dass der Atlas, die Layla und der Poseidon eine Meerjungfrauenzuflucht eröffnet haben, wo alle Meerjungfrauen in Not hingehen können. Aber auch Sirenen, die so kurz vor dem Bösen werden sind. Also es ist einfach ein Treffpunkt für alle Meerjungfrauen und Sirenen, die noch nicht ganz so böse sind. Das ist zusätzlich praktisch, weil der Tyler natürlich immer noch eine Sirene braucht. Und in der letzten Folge hatten wir ja auch ein kleines Wirrwarr mit wer ist mit wem verwandt und wer gehört wohin. Ich habe euch jetzt ein Dokument erstellt, das habe ich euch eh in der letzten Folge schon verlinkt, wo ihr seht, wer mit wem irgendwie in der Gruppe verwandt oder was auch immer ist. Dann waren wir eben noch mit Yara und ihren Freunden feiern, aber der Josh hat sie einfach komplett abserviert und dann haben wir rausgefunden, dass sie eben schwanger ist. Und hier sind wir wieder bei unserer Familie Legacy. Sie haben offensichtlich gerade unfassbar viel Spaß. Es ist ein wunderschöner Samstagmorgen und sie scherzen hier am Frühstückstisch. Alle außer die Yara. Der liebe Atlas macht gerade Frühstück. Ich glaube, er macht Omelette für alle. Ich finde das gerade so eine unfassbar süße Szene. Die Sonne geht im Hintergrund gerade auf und hier ist der Atlas und bringt auch was zu essen und er wird dann auch die Yara holen. Okay, er holt sich nur selber was zu essen, alles klar. Aber die anderen sollen sich natürlich auch was nehmen, ein Gericht nehmen, zusammen ein Gericht nehmen. Ich habe extra eine Gruppe gegründet, so eine Frühstücksgruppe. Und die Layla sagt aber auch dem Tyler, dass er vielleicht die Yara holen gehen soll. Der Tyler sagt der Layla aber gleich, dass er es schon bei ihr probiert hat, aber die Yara hat gesagt, er soll sofort verschwinden. Sie weint nämlich immer noch. Sie wurde nämlich jetzt nicht nur vom Josh abserviert, sie ist einfach auch noch schwanger von ihm, von diesem unfassbar unguten Typen. Ich benutze jetzt keine Schimpfwörter, aber wir können es uns alle denken. Und das ist natürlich so ein kleiner Weltuntergang für den Yara. Ein bisschen auch für mich, weil wir haben es jetzt tatsächlich schon wieder geschafft, dass unser Teenage-Girl schwanger ist. Und ich bin so froh, dass die Phoebe asexuell ist und deswegen vermutlich nicht schwanger wird vom Tyler. Da will ich jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen. Auf jeden Fall ruft die Familie natürlich den Yara zum Essen. Und sie kommt jetzt auch aus ihrem Zimmer mega, mega traurig. Und ich weiß nicht, Atlas, was machst du? Ich glaube, der Atlas muss jetzt zur Arbeit. Okay, alles klar, der arbeitet offensichtlich auch am Wochenende. Und die Layla versucht vielleicht ein bisschen mit den Yara zu reden, ein bisschen draufzukommen, was passiert ist. Sie hat natürlich mitbekommen, dass sie und der Josh sich wieder mal gestritten haben. Und sie versucht ihr jetzt einfach ein paar Tipps zu geben und sagt ihr auch, dass sie einfach was viel Besseres wie den Josh verdient hätte. Aber das macht das Leben von der Yara gerade nicht wirklich besser, weil sie ja schwanger ist von ihm. Oh mein Gott. Und die Yara will das Kind auf jeden Fall nicht abtreiben. Und das bringt sie halt nochmal in eine sehr ungünstige Lage. Und die Layla will jetzt eben auch, dass die Yara vielleicht ein bisschen sich zu ihnen setzt. Aber die Yara sagt einfach, sie möchte gerade nicht. Und das macht die Layla ein bisschen sauer. Die Yara fährt jetzt aber zum Josh und teilt ihm mit, dass sie schwanger ist. Und hier sind wir jetzt in Windenburg. Da drüben wohnt normalerweise die Familie Widow, glaube ich zumindest. Aber ist ja eigentlich auch egal. Die halt wir so weit weg, wie es geht, von unserer Familie Legacy. Und die Yara ist jetzt hier angekommen. Und der Josh ist übrigens, wenn man es noch nicht erkannt hat, steinreich. Also die Eltern von ihm und seinem Bruder sind gestorben und er wohnt jetzt hier eben mit seinem Bruder. Das ist sein Bruder und der Verlobten von seinem Bruder. Die haben das Haus von seinen Eltern geerbt und die wohnen jetzt halt einfach zu dritt hier. Aber der Josh ist momentan nicht alleine. Der Josh hat Damenbesuch und die beiden kommen sich natürlich auch unglaublich nah. Und das wird die Yara natürlich gleich sehen. Und diese junge Frau hat mir jemand von euch erstellt. Und zwar die liebe Zoe Stegert. Stegert? Oh mein Gott, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich habe mir die Cassie genommen. Habe sie ein bisschen umgestylt, weil ich natürlich nicht all ihre Sachen hatte. Und das ist jetzt tatsächlich die neue Freundin vom
Josh. Das ist nicht nur irgendeine Affäre, sondern der Josh und die Cassie sind offiziell ein Paar, Leute. Das ist über Nacht passiert. Also die haben eigentlich schon die ganze Zeit was am Laufen. Aber in der Nacht haben sie es offiziell gemacht und die beiden werden jetzt auch dann ein Techtelmechtel im Pool haben und die Niara wird das sehen. Sie werden jetzt ein bisschen miteinander rumschmusen, hoffentlich. Leute, könnt ihr bitte miteinander rumschmusen? Und die Niara war eben schon so oft beim Josh zu Hause, dass sie hier eigentlich auch praktisch wie zu Hause ist. Also sie kennt natürlich die Verlobte und den Bruder sehr, sehr gut. Sie ist vor allem mit seinem Bruder sehr gut befreundet. Die Verlobte von seinem Bruder hat sie reingelassen und hat gesagt, ja, der Josh ist hinten im Garten, du kannst ruhig nach hinten gehen. Aber sie wusste natürlich nicht, dass das hier passiert. Und das bricht der Niara natürlich unglaublich das Herz. Und der Josh hat jetzt auch gesehen, dass die Niara da ist und ist aus dem Whirlpool gegangen, um mit ihr zu reden. Er sagt auch gleich, was machst du hier? Hättest du dich nicht vorher melden können, wenn du vorbeikommen willst? Also er ist richtig abweisend zu ihr. Und die Cassie ist dann natürlich auch so, wer ist das? Und warum kommt sie so früh am Morgen vorbei? Und er ist so, ja, das ist meine Ex-Freundin. Niara, was brauchst du? Und die Niara ist so geschockt von der ganzen Situation auch, dass die Cassie jetzt zum Josh hingeht und einfach mit ihm knuddelt, damit die Niara sieht, dass der Josh zu ihr jetzt gehört. Und die Cassie ist jetzt so, ich gehe mal rein, komm einfach nach, wenn ihr beiden das erledigt habt. Und der Josh sagt der Niara jetzt wieder mal, dass das letzte Techtelmechtel nichts für ihn bedeutet hat und das weiß sie ganz genau. Sie weiß ganz genau, dass er nichts mehr für sie empfindet und dass er jetzt eine neue Freundin hat. Und das bricht der Niara so unfassbar das Herz und mir auch. Hör auf zu lachen, Niara, du bist traurig. Ich glaube, sie macht sich eher über die Gesamtsituation lustig. Sie ist eher so, oh mein Gott, wie konnte mir das jetzt wieder passieren? Und jetzt stürmt sie davon und geht zu ihrem besten Freund. Ihr bester Freund wohnt nämlich gar nicht so weit weg von ihrem jetzt Ex-Freund, der ihr gerade das Herz gebrochen hat. Der wohnt nämlich hier in diesem Haus. Und ihr bester Freund ist der Justin. Das ist eben ihr bester schwuler Freund, der hier. Und der Justin ist der Bruder von der Angelina. Und die Angelina ist die Freundin vom Tyler. Das erkennen wir wenigstens an der Farbe. Und der Justin hat eine sehr große Familie. Wir sehen es da unten eh auch. Und ich glaube, sie ist Teil von der LGBTQ-Gruppe vom Tyler auch, so viel ich weiß. Oder genau nicht, aber vielleicht eher. Nee, okay. Die anderen Geschwister von der Angelina haben anscheinend gar nichts mit dem Tyler zu tun oder mit der Familie Legacy. Aber vielleicht wird sich das noch ändern. Ich weiß es nicht. Aber sie haben auch ein Baby gerade erst bekommen. Also das ist echt eine Großfamilie und die wohnen eben in diesem Haus hier. Und die Niara ist halt mega, mega traurig und weiß nicht, zu wem sie gehen soll. Und deswegen geht sie jetzt zu ihrem besten Freund. Sie vertraut den Mädels auch nicht unbedingt, weil die sind ja auch in der Clique mit dem Josh. Und das ist ihr alles nicht ganz so geheuer. Und deswegen geht sie zum Justin. Der hat gar nichts mit der Gruppe zu tun. Und sie wird ihm jetzt gleich mal erzählen, dass sie schwanger ist. Sie sagt ihm aber auch, können wir bitte reingehen in dein Zimmer, damit das nicht gleich jeder mitbekommt. Die ganze Familie steht hier draußen rum, weil ich gerade das Haus platziert habe. Und das ist eben das Zimmer vom Justin. Wir haben es gerade gesehen. Die Niara hätte sich fast übergeben und denkt die ganze Zeit nur noch an dieses Baby. Und sie wird dem Justin jetzt eben sagen, was Sache ist. Große Neuigkeit erzählen. Sie freut sich jetzt natürlich und er auch irgendwie, aber er ist mehr geschockt. Aber ihr wisst eh, die Sims können halt einfach nicht anders reagieren. Aber er ist natürlich über die Nachricht schon sehr geschockt, dass seine beste Freundin jetzt schwanger ist. Und sie erzählt ihm auch gleich, dass der Josh sie abblitzen lassen hat und eine neue Freundin hat. Oh mein Gott, es tut mir echt so leid für die Niara. Die Anya ist ja wenigstens von jemand schwanger geworden, wo das Ganze aus Liebe entstanden ist. Aber das war ja echt einfach nur, der hat sie komplett ausgenutzt und jetzt ist sie schwanger und sie hat es ihm jetzt auch noch nicht gesagt. Und die Niara bittet den Justin natürlich jetzt auch, dass er es noch niemandem erzählt. Wer das jetzt aber mitbekommen hat, war die liebe Angelina. Die Freundin vom Tyler hat ein bisschen gespitzelt. Sie hat nämlich gesehen, dass es der Niara nicht ganz so gut geht und deswegen ist sie neugierig gewesen und hat ihr Ohr so gegen die Tür gehalten und hat zugehört, was sie erzählt hat. Und die Angelina weiß jetzt, dass die Niara schwanger ist. Also sonst weiß das eigentlich niemand. Das hat sie auch dem Justin gesagt. Er ist der Erste, der darüber Bescheid weiß und deswegen soll er bitte auch niemandem was davon sagen. Sie weiß nämlich noch nicht, wie sie das Ganze handeln wird. Ja,
Ja, aber die Angelina weiß jetzt davon und die Angelina wird jetzt sofort zum Tyler fahren und es ihm erzählen. Auf diesem Grundstück, also auf der Meerjungfrauenzuflucht, in der Meerjungfrauenzuflucht. Ich habe es irgendwie ein bisschen probiert mit dem Wasser vorhin, weil es wäre halt so viel cooler, wenn das Ganze im Wasser wäre. Aber ich möchte das trotzdem auf dem Sirenengrundstück haben und deswegen habe ich mal ein bisschen mit Wasser rumprobiert und dann habe ich so angefangen und habe gedacht, nee, wenn ich das jetzt anfange, dann höre ich nicht mehr auf und dann werde ich das ganze Haus umbauen. Und ich würde das doch gerne mit euch im Livestream machen. Das habe ich vielleicht mittlerweile schon gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Tyler hier auf diesem Grundstück mit seinem Opa. Sein Opa ist ja Poseidon und ich habe hier ein paar Kisten platziert, damit es so aussieht, als ob sie gerade dort einziehen und halt alles einrichten und so. Und da ist sein Opa gerade beschäftigt und der Tyler, der hat Besuch von ein paar Meerjungfrauen bekommen. Die sind nämlich alle aufmerksam geworden auf dieses Grundstück. Und der Tyler kann ja mega gut mit Leuten. Und er ist richtig lustig und jetzt erzählt er ihnen einfach ein bisschen die Geschichte von dem Ort und was sie hier vorhaben und führt sie einfach rum. Also er gibt ihnen jetzt eine Wohnungsführung, zusammen hier hingehen. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool, dass der Tyler das macht, während sein Opa das Ganze hier einrichtet, ein bisschen aufräumt. Der Atlas wird nachher auch wieder vorbeikommen und dabei helfen. Und hier sehen wir es eh. Der Tyler führt die Leute durch dieses Haus hier durch. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile umgebaut habe, aber der Tyler erzählt ihnen auf jeden Fall, was sie vorhaben mit den einzelnen Räumen. Der Tyler ist zwar ein Kind, aber er ist so selbstbewusst und so lustig, dass er einfach alle Leute sofort in den Bann ziehen kann. Und ich hätte hier oben eben voll gern so Schlafräume, dass die Meerjungfrauen hier auch gemeinsam dann schlafen können. Und hier haben wir sie wieder, wie sie ihre Runden laufen. Und wir haben hier tatsächlich Meerjungfrauen dabei, die auch überhaupt nicht die Absicht haben, irgendwie böse zu werden oder auch nur die Chance haben, böse zu werden. Zum Beispiel die liebe Yara Water und auch ihr Bruder, der Frey Day. Die beiden sind einfach super lieb, haben aber keine Ahnung, was es so mit dem Meerjungfrauensein auf sich hat. Und die beiden sind da schon ein bisschen kritischer. Die sind schon Richtung, vielleicht gehen wir zu den Sirenen, vielleicht zu den Meerjungfrauen. Und jetzt ist es eben die Aufgabe vom Tyler und seiner Familie, dass sie sich den Meerjungfrauen anschließen. Und diese Sims habt alle ihr mir erstellt. Und zwar habe ich sie zu Teenagern und Kindern gemacht. Das ist der Frey, der ist bei uns jetzt ein Kind und sie ist ein Teenager bei uns. Von der lieben Luise Spiel. Ihr habt mir die zwar für die Disney Legacy Challenge gemacht, aber ich habe mir gedacht, eigentlich ist es doch egal, in welcher Challenge sie vorkommen. Und die Yara Water sah vorher so aus, da habe ich nur andere Haare gegeben und eben die Aida. Ich habe keine Ahnung, aber das sind eben die zwei Mädels hier. Die haben eben alle von diesem Ort hier gehört und sind deswegen hierher gekommen. Und die Angelina ist auch schon da und die rennt jetzt total außer sich zum Tyler und will ihm erzählen, dass seine Schwester schwanger ist. Und sie ist jetzt auch reingerannt und ruft ganz laut, Tyler, Tyler. Und der Poseidon ist so, oh mein Gott, Angelina, was ist passiert? Und der Tyler kommt jetzt von oben nach unten. Und der Tyler hat sie natürlich auch rufen gehört und geht jetzt nach unten und ist so, Angelina, was ist los? Und sie ist so, ich muss dir unbedingt was ganz Wichtiges erzählen. Ich habe Neuigkeiten. Aber dann passiert Folgendes. Dieser junge Mann stürmt nämlich rein. Er ist blutüberschmiert und hält auch ein Messer in der Hand. Und den hat mir auch jemand von euch erstellt. Also zeige ich euch gleich. Aber der junge Mann ist von den Sirenen geflohen. Er ist selber eine Sirene, war früher eine Meerjungfrau und ist aber irgendwie auf die schiefe Bahn geraten und hat sich den Sirenen angeschlossen. Aber er hat ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht das Leben ist, das er gerne hätte. Und wow, wie sie sich gerade normal vorgestellt haben. Das ist eigentlich gerade eine mega dramatische Szene, weil er so reingerannt ist und er ist so, helft mir, bitte, 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 ich brauche eure Hilfe. Ich habe gerade eine Sirene umgebracht. Ja, er hat eine Sirene nämlich umgebracht. Sie wollten ihn jetzt nämlich dazu zwingen, den Menschen umzubringen. Und wenn er das nicht macht, dann werden sie ihn töten. Und er hat sich gewehrt und hat dann eine von den Sirenen umgebracht. Und deswegen sieht er jetzt auch so aus. Und er ist so mega in dieser Aufregung und so richtig überfordert mit der ganzen Situation. Und hat aber zum Glück mitgekriegt, dass es diese Zufall hier gibt. Die Sirenen sind jetzt auch ganz sicher hinter ihm her. Aber weil das alles so viel für ihn ist, wird er jetzt zuerst mal ohnmächtig. Und natürlich haben die anderen Meerjungfrauen das jetzt auch mitbekommen und stürmen nach unten. Und der Poseidon
Poseidon wird den lieben Ash, er heißt Ash, wird ihn jetzt ins Bett tragen und sich um ihn kümmern. Der junge Mann hat wirklich viel durchgemacht jetzt und braucht, glaube ich, einfach Ruhe. Aber er ist auf jeden Fall eine Sirene und das ist ziemlich, ziemlich gut für uns. Und der Poseidon wird ihn jetzt ins Bett tragen, damit der junge Mann sich ausruhen kann. Und der Poseidon wird jetzt auch auf ihn aufpassen, weil, wie gesagt, anscheinend sind Sirenen hinter ihm her. Aber das glaubt der Poseidon nicht. Die haben sich nämlich wirklich gedeckt gehalten und werden jetzt vermutlich nicht hier auftauchen. Wer aber aufgetaucht ist, ist der liebe Tyler. Der möchte natürlich alles wissen und ist mega neugierig, weil er jetzt endlich eine Sirene gefunden hat. Das ging sehr, sehr schnell und ist sehr, sehr praktisch. Und er fragt jetzt auch seinen Opa, ob er bitte hier bleiben darf. Aber sein Opa ist so, Tyler, du hast heute Geburtstag. Um 8 ist deine Geburtstagsfeier. Du bist eh schon zu spät dran. Bitte nimm die Angelina und geh auf deine Geburtstagsfeier. Ich kümmere mich hier drum. Du kannst morgen ja wieder vorbeikommen. Der Tyler sitzt wie auf heißen Kohlen und würde am liebsten einfach hier bleiben und den Ash sofort befragen und ihm Blut abnehmen und was auch immer. Aber sein Opa schickt ihn jetzt weg, weil das auch alles einfach ein bisschen zu gefährlich ist. Und wir reisen mit dem Tyler jetzt auf ein anderes Grundstück, denn wir feiern heute noch schnell seinen Geburtstag. Und dazu laden wir natürlich die Angelina ein und die Aria, die Layla, den Atlas, die Ronja natürlich auch. Oh, unsere süße Ronja haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Den Aaron, die Enya laden wir natürlich nicht ein. Die Niara, die Phoebe. Die Phoebe hat nämlich auch Geburtstag, wenn der Tyler Geburtstag hat. Die beiden sind jetzt Zwillinge. Natürlich. Und wir feiern das Ganze in einer Strandbar, die jemand von euch für mich gebaut hat. Leute, ihr seid der absolute Wahnsinn. Und hier sind wir auch schon und alle Partygäste sind da. Und wie viel Mühe hast du dir bitte für diese Bar gegeben? Es ist unglaublich. Sie ist so unfassbar cool geworden. Wahnsinn. Und zwar war das der oder die liebe Spikey1281. Vielen lieben Dank. Ich habe die Bar platziert und in der werden wir jetzt sicher häufiger spielen. Und der Ash ist von der Spine. Vielen Dank auch dir für diesen Sim. Ihr seht eh, ich baue eure Sims und eure Grundstücke so gut wie es geht irgendwie ein. Also ich freue mich über alles, was ihr für mich macht. Und ich hätte hier gern den Kühlschrank. Wir brauchen nämlich 2 Geburtstagsküchen. Wir haben hier aber irgendwie keinen Kühlschrank und auch keinen Herd. Das ist relativ unpraktisch. Ich finde das hier ziemlich cool. Hier können sie echt sehr gut feiern und Party machen, Duett singen. Oh mein Gott, bitte sing ein Duett. Keine Ahnung, mit deiner Mama. Das ist sicher mega, mega süß. Ja, okay, deine Mama schaukelt gerade mit deinem Bruder. Das ist auch unfassbar niedlich. Oh mein Gott, ich liebe die Familie Legacy so sehr. Und hier haben wir die Ronja. Oh, unsere süße Ronja ist natürlich auch da. Ich glaube, ihr geht es nicht ganz so gut, weil sie die Eloa immer noch vermisst. Ah, sie hat ihre große Liebe verloren. Und der Will ist auch da, der ja immer noch heimlich in die Layla verliebt ist. Der hat aber mittlerweile auch eine Freundin. Und die Freundin ist auch jemand, den ihr mir erstellt habt. Die werden wir aber auch noch früh genug kennenlernen. Und die werden jetzt hier ein bisschen feiern. Ich hätte gern, dass der Atlas mir einen Geburtstagskuchen macht. Ich spiele es gerade in der falschen Familie, also das ist relativ unpraktisch, weil ich halt echt vergessen habe, Küchen zu organisieren. So, der Atlas backt jetzt Küchen und dann feiern wir gleich ihren Geburtstag. Hier oben geht das Grundstück übrigens auch noch weiter. Seht euch das an. Ich kann mir gerne vorstellen, wie viel Arbeit in diesem Grundstück hier steckt. Also echt vielen lieben Dank. Und hier können wir wirklich einiges jetzt erleben. Die Niara ist natürlich auch da. Sieht man langsam schon, dass sie schwanger ist. Ich will doch nicht nachschauen, weil dann sehen wir, was sie bekommt. Ach, das kann ja auch sehr interessant werden. Oh, die beiden sind ja so Zucker. Seht euch an, wie viel Spaß sie haben. Ah, wir lassen sie jetzt auch. Ich bin mir sicher, die beiden können nicht singen und ich will euch das gerade nicht antun. Atlas, hast du vielleicht schon den... Ja, er hat schon den ersten Kuchen fertig und dann macht er noch den zweiten. Und da haben wir sie, die Familie Legacy, die Erwachsenen sitzen alle hier. Der Tyler sitzt alleine vor seiner Torte und ich würde dann mal sagen, dass die Phoebe ihre Torte als erstes ausbläst. War sie die Ältere? Nee, der Tyler ist älter als die Phoebe. Dann wird er als erstes seine Torte auspusten. Happy So, und beim Tyler haben wir ja Vorgaben. Und zwar bekommt der Tyler noch eifersüchtig und materialistisch dazu. Wow, also das ist eine Hardcore-Kombi. Alles klar. Und natürlich bekommt der Meister des Unfugs als Bestreben. Unser lieber Tyler wird echt ein sehr interessanter Charakter. Das kann ich euch gleich schon sagen. Und hier haben wir ihn jetzt. Wir werden ihn natürlich noch umstylen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wie sieht der denn aus? Ach, natürlich wieder ein wunderschöner Sim. Oh mein Gott. Er hat die gleichen Lachfalten wie die Enya. Oh mein Gott, mein Herz. Aber jetzt ist natürlich noch die Phoebe dran. Juhu!
Und unsere Phoebe, was haben wir da nochmal gesagt? Sie ist auf jeden Fall kreativ, würde ich sagen. Und sie liebt die Natur. Sie wird sich ja irgendwann für die Umwelt einsetzen. Vielleicht dann mit ihrer Kunst, deswegen wird sie herausragende Malerin. Und hier haben wir die Phoebe. Sie sieht auch ihren Eltern so unglaublich ähnlich und sie hat jetzt mintfarbene Haare. Aber wie die beiden dann umgestylt aussehen, weil so lassen wir sie natürlich nicht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Auch wie es weitergeht mit dieser einen Sirene und wer weiß, was noch für Dramen passieren. Ich freue mich, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, falls es euch gefallen hat. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald.